Hier ist ein Knopf. Ein Stern. Ein Stern. Ich habe jetzt... What happened? Nichts gesehen. Ich guck mal bei dir kurz. Ja, hier ist noch... Hier, also, hier ist noch zu. Das ist blöd. Ach so, kannst du auch hier hochkommen? Nee. Klar kannst du hier hochkommen. Ich wüsste nicht wie. Ach so, nee. Also, ich muss... Nee, wenn wir hier oben sind... Da bist du jetzt. Was? Okay, ja, aber dann würde man landen, wenn man gegen dieses Sprungding gegen springen würde. Jep. Ja, was macht der Stern? Was hat der Stern gemacht? Achso, warte. Hat irgendwas geöffnet? Da ist... Oh, das ist aus. Voll die Dramatik. Oder? Ist aus? Warte mal. Da ist doch aus, oder nicht? Ich geh mal dahin. Ja. Hup, hup, hup. Boah, das ist so schlimm gerade hier. Ja, guck mal, das ist aus. Es bringt mir aber nichts, weil ich ja nirgends hochkomme. Hier gibt es ja keine Portalfläche. Du kannst aber... Ich kann wieder in was reinspringen. Du kannst hier den Peter anmachen. Nee, da unten gibt es ja keine... Gibt es da unten überhaupt keine Portalfläche? Nee. Auf Augenhöhe? Nope. Aber ich kann da reinspringen. Warte mal, ich überschreibe mal dein Portal. Mhm. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang, ey. Einfach keine Mühe geben. Ah, siehste. Siehste. Hier ist aber nichts. Ja, aber du kannst da auch theoretisch darunter dann palumpsen. Bringt allerdings eher wenig. Was passiert, wenn du dich da draufstellst? Dann geht ja der Peter an. Wenn ich mich selber hier draufstelle, dann dreht er sich um, ne? Genau. Haben wir hier etwas von? Ich glaube nicht. Doch. Ich brauche den Würfel hier oben. Wir haben dann etwas davon, wenn ich in den Peter reinkommen würde. Aber in den Peter komme ich nicht rein, weil ich ja hier drauf stehen muss. Würfel. Ach so, warte mal. Der liegt da unten, aber kann man den hier hoch befördern? Hätte ich den mitnehmen sollen oder was? Ich glaube eher, dass der Würfel hierauf muss, wo ich gerade stehe. Ja. Und dann drehst du da oben das Teil um und dann könnte ich auch hoch. Du meinst... Ich weiß es nicht. Bei dir oben ist ja keine Portalfläche. Nicht du meinst, ich muss nochmal wieder runter und dann müssen wir den Würfel da draufstellen und dann geht's weiter hier oben. Ich weiß irgendwie. Es nicht. Es wäre zumindest ganz sinnvoll, aber dann müssen wir hier unsere tolle Sprungaktion nochmal machen. Ja, ist ja kein Problem. Ja einfach keine Mühe geben und dann passt das schon. Genau, richtig. Aber irgendwie ist es kommt mir alles irgendwie nicht so ganz... Soll ich runterspringen? Vor. Ja, wie du möchtest. Wir kriegen dich ja notfalls wieder hoch. Ja. Du packst das schon. Na. So. Gleiche Rollenverteilung oder? Wollen wir mal tauschen? Wir müssen halt den Würfel hier irgendwie hinkriegen. Ja, das ist ja. Aber genau that so wie is not the problem. Genau. Lässt du mich da hoch? Yep. Ja, Flackercam. Boah, das ist anstrengend. Du hast es gerade nicht gesehen, aber mein Bild unten rechts hat gerade geflackert, weil ich auf der Taste rumhämmere. Kann man bestimmt gerade hören. Ja, ich hab's gehört. Gehört. Disco hast du gemacht? Ja. Oh. Ha, das wird nix. Wie, das wird ja. X wird... Oh. War ich zu spät. Hätte Warte, ich hier geht. Irgendwas... Nee, hätte... Nee, ich, hätte. Ich hab, kannst du noch mal den Würfel rausholen, so. Bitte? Ja. Ach, Mann, ey. Einmal mitdenken. Ist halt... Ja, hab ich jetzt was falsch gemacht, oder... Nee, ich hab... So. Ich hab... Es ist... Okay. So, bist du... Ah, nee, ich musste hier erstmal wieder... Ja. Gut. So. Er kommt. Was war das jetzt eigentlich eben nochmal für ein Lacher? Einfach nochmal, um es vollständig zu haben. So, jetzt ist der Würfel hier. Ist wunderbar. Ich geh mal hier runter. Jo. Achso. Naja, ne? Ich sag mal. Kannst du hier rüber... Nee, du kannst nicht hier rüberkommen. Nee, aber wir können ja runterplumpsen lassen. Lass den Würfel mal da oben. So. Wunderbar. Was? Und jetzt? Ja, jetzt kann ich da... Willst du erstmal hochspringen, oder was? Ja.
Also du musst da eh hoch. Ja, was dachtest du denn? Nee, du musst da nicht hoch. Warum nicht? Ich will doch da oben jetzt hin und dann fährst du mich wieder hoch. Ich hatte gedacht, wir legen den Würfel jetzt da unten hin, da wo du gerade standst. Und dann? Ich glaube, es wäre ein... Ja, wobei, ach so, stimmt ja. Hä? Egal. Würfel, jetzt... Da ist nicht der Würfel da oben. Nee, komm, du kriegst ihn. Ja, ich krieg ihn immer. Da. Ja, ja, oh. Ich muss das Portal... Das Portal ist total Käse da oben. Ja, du kannst jetzt einfach durchgreifen, oder? Ja, ja. Ich kann auch einfach durchlaufen. Hui. So, please do it. Oh, ich halte ihn hoch. Ja, aber was haben wir davon, dass wir da, dass da jetzt... So, jetzt... Da, warum? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es absolut nicht. Ich habe im Grunde genommen von nichts eine Ahnung. Okay, das lasse ich gelten. Er schiebt. Bringt uns das jetzt überhaupt was? Ja, klar. Das ist die nächste Frage. Ja, vielleicht. Klar, vielleicht. Soll ich dann? Ich gehe da nochmal hoch. Oh. Oh. Was war das denn? Oh, Alter. Hä? Wieso geht das nicht mehr? Bin ich zu dick geworden oder was? Dass ich da jetzt nicht mehr durchpasse. Ich habe jetzt innerhalb der letzten Viertelstunde nicht allzu viel zu mir genommen jetzt hier. Nicht? Was mir einen voluminöseren Umfang verhelfen würde. Ja, ist. Ach, du bist ja schon oben. Ja, Hallöchen. Ist die Frage jetzt, wie kann man den Peter irgendwie nach oben hin umlenken? Oder so, dass du quasi. Nee, irgendwie. Was machen wir hier eigentlich? Wieso? Warte mal. Warte mal. Machen wir es jetzt die ganze Zeit falsch, oder was? Ich mach einfach den Peter an jetzt. Mensch, kannst du da ganz entspannt drüber schweben. Vorsicht, du schwebst gleich, ja? Ja, was soll ich denn hier? Jetzt kannst du da rüber, theoretisch. Ja, aber nicht soll ich denn? Nicht dahin, sondern da rüber. Auf der, also zur Seite hättest du jetzt können. Ja, aber... Verstehst du, was ich meine? So. Also diese Sprung-Action hätten wir nicht mehr machen müssen. Ja, das hätten wir natürlich machen können. So aber gesehen. Können wir auch jetzt, weil wir jetzt erst den Würfel platziert haben. Das stimmt. Bringt ich stelle mich mal hier oben drauf, ne? Geht das? Ne, geht leider nicht. Lustig, wie ich die Kamera auch deiner Kamerabewegung anpasse. Hallo. Du meinst ich, ne, und nicht du? Müllers Kuh. Ja, Müllers Esel. Jetzt ist das Springen auch viel einfacher. Ja. Das stimmt. Boah, ich fand das aber so schön vorher. Ja, die Frage ist echt, was denn jetzt, ne? Und so. Wie kommen wir. Warum ist da jetzt plötzlich das Ding frei? Vielleicht sollte da ja irgendjemand von uns vielzahligen Menschen eine Sicherung dahin haben. Wofür auch immer. Ja, das ist. Ist halt die Frage. Oh. Hä? Ich bin so doof. Uip. Ich auch, da sind wir zu zweit. Ha. Aber hier unten sind doch. Ja, es ist schon klar, aber wir haben halt weiter oben haben wir nichts. Wir kriegen trotzdem einen von uns nicht hoch. Können wir nicht jetzt beide hoch? Das ist doch eigentlich. Nee, es ist auch. Das ist ein Problem. Da oben, diese fahrbaren Dinger, jetzt ist die. Ja, falsch. Ne? Ach so! Ja, doch! Na klar! Wie, ach so. Geh du mal hoch, ich schick dich. Geh du mal hoch! Geh du mal hoch! Das war vorhin, hatte ich den Gedanken sogar schon mal. Der war nur wieder weg, ey, das ist immer schön. Geh du! Genau, jetzt da rechts drauf. In the also, ghetto. Du kannst also. Weiter schweben, da rechts drauf dann. Da hoch. Dann schick ich dich da hoch. Ja, oh ja, pass. So. In the ghetto. Und so. Ja. Jetzt Dreamer bietet die Peter um. Ja. Und jetzt mach ich so. Und dann kannst du da hoch. Das, vielleicht komm ich jetzt da ran. Nein, so nicht. Ja, so nicht.
Ja, das, sag das doch direkt. Du musst ein bisschen hoch und dann nach vorne. Ja, ich versuch's, ich versuch's. Ja, versuchen ist nicht, versuchen reicht nicht. Ich geb doch mein Bestes. Und wenn das nicht ausreicht... Das muss aber gehen. Ja, das war zu früh. So, hoch und... Oh, ja. Ich hätte mich da schnell hinstellen sollen. Stellst du dich... mach du mal. Geh mal durch. High five. Nein, ich muss nicht stehen. Ich kann das nicht. Boah, reißt du mich einfach aus meiner Trance raus. Hier muss ein Würfel rein. Nee, da muss ein Portal hin. Wieso muss ein Würfel rein? Damit der Ausgang aufgeht. Wieso muss ein Würfel rein? Warte mal, kommst du nochmal raus? Unten, ne? Warte mal. Ach, wieso bist du da oben jetzt? Da war eine. Ach so, jetzt. Jetzt kann man. Ja. Du meinst den A. Ah. Aber kannst du den greifen von unten? Das frage ich mich auch gerade. Ich bezweifle das ja mal ein bisschen. Ich versuche es gerade mal. Das sieht so toll aus von hier. Nein! Tja, also, ich meine, ist nett, aber. Ich würde noch an der Performance arbeiten. Ich krieg's nicht hin. Oh. Ich gehe schon langsam ein Stückchen runter. Runter. Wieso? Oh, das kann doch nicht sein, dass es genau nicht passt. Das ist gerade so spannend. Das ist wie Curling. Ich falle gleich. Ah, fuck. Ich glaube, du bist gefallen. Das ist richtig. Ein gefallener Krieger. Aber ist ja kein Problem. Warum? Also du hast ja oben ein Portal. Ich habe oben ein Portal, richtig, aber es bringt nichts, weil ich jetzt hier wieder durch 20... Nee, doch nicht. Wir können da durchspringen. Kannst du... Also ich kann jetzt... Du kannst hochspringen. Du kannst doch einfach ein rotes Portal jetzt da reinmachen. Da, wo du hochspringen würdest, dagegen. Dann springst du einfach mal gegen. Ich mein gelbes. Nicht das rote. Gelbes, nicht das rote. Ja, das meinte ich. Das gelbe. Ja, wunderbar. Super. Springen. Nein, das war leider ein bisschen... Springen ordentlich. Ich muss sagen, ich bin ein wenig froh, wenn es gleich zu Ende ist. Ich auch, ja. Also nichts gegen die Map, aber es ist... irgendwann wird man auch so leicht bräsig im Schmalzkopf. Du musst erst ein bisschen weiter zur Seite noch. Okay, oder so. Nee. Du musst erst noch weiter nach links ziehen und in der Luft erst die Richtung verändern. Genau. Kannst du mich jetzt auch hier reinbringen? Ich kann auch einfach durch dein Portal dadurch. Ja, du kannst jetzt rein. Wo bin ich eigentlich? Oder auf der anderen Seite raus. Du kannst auch auf der anderen Seite, da kannst du einfach durchlatschen. Ich kann dir da hinten auch ein Portal hinschmeißen. Nö, ich will nur mal springen. Willst du hüppen, ja? Ja, ich mach's einfach von hier oben aus. Das ist voll Profi-like. Stimmt. Hey. Sepprrr. Da ist er. Ich bin vor dir da. Ja, wahrscheinlich geht das jetzt nicht auf, weil uns noch eine Kugel fehlt oder ein Laser. Ich kann durch mich durchschauen. Hey, ich war erst da drin. Ja, das ist mir egal. Mir ist egal, wer an welcher Stelle kommt. Dies ist kein Wettkampf. Wieso Smeargol? Ist mir ja egal. Wenn es ganz schön. Smeargol. So ist wahrscheinlich ist der Name damals so entstanden, weil die Leute sich. Die hatten keine Lust darauf, sich den Namen auszudenken. Ist mir egal, ey. Ja, wir haben hier noch einen Charakter. Wie soll der heißen? Ja, Smeargol. Ja. So, also wir, es ist erstaunlich. Der Tolkien damals viel Deutsch gesprochen hat. Vielleicht war das ja bei einem Auslandsbesuch so, dass er gerade in, weiß ich nicht, wo spricht man solches verunreinte Deutsch? Ich weiß nicht, Smeargol? Ich weiß gar nicht. Mallorca. Genau. Nach dem dritten Eimer spricht man da so. Smeargol. So.
nach dem Eimer, ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal raus. Ich kann nicht mehr. Ich kann. Wo ist die Bewertung? Ah, das hat gedauert. Bei mir kommt sie nicht. Bei mir ist sie come up to me. Die ist jetzt da. Nö, bei mir. Vom Digitalo. Hat keine Lust. Gibt's dann auch, ist quasi der Vorgänger vom Digitalo, ist der Analogo? Hahaha. Es war jetzt zu offensichtlich. Sorry. Ja, das. Ah, guck mal. Ist jetzt auch der Analogo bei dir? Nee, der Digitalo. Achso. Digitalo. Come up to me. Ich würde sagen, das war eine der schnellsten Maps, die wir gespielt haben. Absolut. Ja, es war aber sehr kompliziert. Es ist schön, dass wir endlich mal wieder ein paar Maps haben, die sich über mehrere Episoden erstrecken. Ja, und wo wir halt leicht verzweifeln. Das stimmt. Wobei, ich muss sagen, die Verzweiflung kommt, glaube ich, nicht daher, dass das Rätsel tatsächlich so schwierig ist, sondern dass, ich weiß nicht, es ist... Nee, aber es sieht alles nicht so wirklich offensichtlich aus, habe ich den Eindruck. Ja. Ich glaube, das mit dem Rumspringen, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Das glaube ich zum Beispiel auch nicht. Nee. Wahrscheinlich gibt es auch eine ganz simple Lösung, die werdet ihr uns dann wahrscheinlich wieder unter die Videos schreiben. Ihr hättet einfach bei Minute 1,30 hättet ihr da ein Portal hinsetzen müssen, dann wärt ihr bei 32. Muss ich aber ja mal sagen, wir haben jetzt, wie viele Folgen haben wir jetzt hier schon? Oder wie viele verschiedene Kammern haben wir, die jeder theoretisch herunterladen kann? Das ist eine Frage, die ich dir eventuell sogar beantworten kann. Das müssten ungefähr 140 sein. So viele schon. 130 oder so. Das ist krass. Nee, stimmt nicht. Nee, 120 würde ich jetzt sagen. Und zu wie vielen Kammern haben wir eine Videoantwort bekommen, wie man das schneller macht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war eine bei, wie man das löst. Weil wir es nicht gelöst haben oder gesagt haben, dass es falsch ist. Aber da hat auch der Ersteller eingesehen, dass es falsch war. Dass es nicht machbar war und wir im Recht waren. Natürlich. Ja, logisch, analogen, Alter. Und ansonsten keine Ahnung. Also ich meine, sonst fällt mir da spontan nichts ein. Es gibt, glaube ich, noch. Es gab noch ein, zwei Maps, wo andere Leute das auch gespielt haben. Aber es ist nicht die Mehrheit. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Aber könnt ihr ruhig so aufnehmen. Es war nur einfach, ich hab's einfach mal in den Raum gestellt, ne? Einfach zur Kenntnisnahme. Das steht da jetzt. Wird jetzt für immer und ewig in eurem Raum stehen und euch des Nachts beim Schlafen beobachten. Kommt die Mutti rein und sagt, ja, räum doch mal auf, Kind. Sagst du, geht nicht, steht da. Es ist unbeweglich. Ja, ist total lustig. Ja. Daraus leitet sich eine knaller Überleitung ab. Weißt du, was noch lustig ist? Hahaha. Ich glaube, die hast du so irgendwann schon mal gebracht. Ich weiß nicht, ich muss hier echt mal ein Protokoll führen. Weißt du, was lustig wäre? Wenn ich das nicht noch mal sage. Wenn man einfach die Aufnahme jetzt mittendrin abbrechen würde, während wir reden. Du meinst also, man fängt einen Satz an und da geht gar nicht erst zu Ende? Genau so meine ich das. Das wäre aber vollkommen seltsam. Das stimmt allerdings, vor allem wir können jetzt immer weiterreden, weil wir können ja irgendwann einfach dann den Cut machen. Wir können auch einfach hinterher schneiden. Genau, das meine ich ja. Aber ich musste noch eine Sache erzählen, die fand ich letztens so total spannend, darf eigentlich auch keiner erfahren, aber